Hi Leute, herzlich willkommen zurück zum LS17 Post Roleplay Let's Play. Ja, mit dem Money und dem Günni, ne? Jo, moin, moin. Moin. Na, Günni? Jo. Alte Scheißhauslocke. Was ist los, Money? Oh, ich sitz hier gerade so, ne? Oh, Money, drück mal hier die 9 auf die Fernbedienung. Ja. Hab ich. Nee, hast du nicht. Ja, jetzt. Ach so. Ja. Du bist eine alte Drecksau. So, nun komm. Ich komm. Günni, wir müssen deine Arbeit. Jo. Auf geht's. Du weißt, der Beneter, der war doch da gewesen und hat doch hier seine Paletten geholt. Jo, hab ich. Der hat uns einen direkten neuen Auftrag gegeben. Manni, Günni, soll ich schon mal sagen? Was? Bei mir haut ja die Blitze aus dem Wolken raus, Junge. Denkst du, da wächst kein Gras mehr. Okay. Weißt du, wie das hier einschöppert? Oh, boah, ey, ich hab ein bisschen. Oh, machst du sauber? Warte mal, ich mach sauber. Gleich. Ne, Maschinenpflege ist wichtig. Du kannst doch mal hier die, Fettpresse hier holen. Ja. Die Fettpresse und kannst mir hier die Schmiernippel mal wieder richtig schön einfettern. Das könnte man tun, du, aber. Das ist wieder ein bisschen geschmeidig, läuft ja der Scheiß. Ne? Ja, gerade wir im Forst, wir haben ja hier ein. Mensch und Maschine, Höchstleistung, die wir abverlangen. Da, wir gucken mal. Höchstleistung? Der wieder glänzt. Ja, ich wasche meinen selber. Du wäschst den selber? Ich mach den selber sauber. Hör mal zu, du Günni, Manni. Ich fahre jetzt hoch zum Sägewerk. Zu unserem Plätzchen. Tu da mal ein bisschen die Baumstümpe wegfräsen, du. Und dann würde ich mal sagen, tun wir noch ein paar Bäumchen fällen für die Sägewerke. Die haben wir angerufen, die brauchen Holz. Ja, klar. Also wir müssen ja hier für den Beneter müssen wir erstmal 15 Paletten startklar machen. Das heißt, das Wichtigste ist, Günther. Ja. Was? Was denn? Ja, ich will doch gerade reden, ne? Dann zähl mal los hier, du. Du quatschst doch mal dazwischen, Günther. Ah, Mann, ey. Was ist denn wieder? Der Hopfensmoothie ist umgekippt, du. Oh, ich hab da gesagt. Während der Fahrzeug ist die Scheiße zulassen. Jetzt mal stinken die Sitze hier noch deinem blöden Scheißblöden. Kunde. So, besser, wir müssen hier unten auf jeden Fall das Sägewerk in Betrieb nehmen. Das ist schon mal Punkt 1 auf der Tagesordnung. So, Punkt 2 auf der Tagesordnung ist, du wirst mir mal schöne einzeln die Sackhaare zupfen. Punkt 3 auf der Tagesordnung ist, wir müssen alle Sägewerke in Betrieb nehmen. Also nicht nur eins. Alle müssen wir in Betrieb nehmen. Okay, kriegen wir hin. Aber hör mal ganz genau zu jetzt. Tagesordnungsliste kannst du direkt in die Tonne kippen, du. Was für eine Liste? Tagesordnungsliste da, du. Warum denn? Ja, aber mit so einem Scheiß fange ich hier gar nicht an, du. Unter Druck arbeite ich nicht. Passt dir wieder nicht, oder was? Das passt mir gar nicht. Der hat was gegen den strukturierten Ablauf. Das mag der Herr Günther nicht, ne? Hat er sich wieder ein bisschen pissig. Hä? Ja. Günther. Das ist ja du. Seitdem ich hier bei dir angefangen bin, kann ich mein Mittagsschläfchen um 15 Uhr nicht mehr machen, du. Ja, das ist alles, was dich interessiert. Fressen, saufen, schlafen, pennen, ja, ey. Ab und zu nochmal noch fappen. Ich überleg gerade, wir bräuchten mal irgendeinen scheiß Anhänger. Es geht noch voll auf den Sack hier mit den Holzbrettern. Die haben schon wieder die ganzen Holzbretter voll und haben gefragt, ob wir helfen können. Es geht mir auf den Sack, denn die scheiß Holzbretter nicht produzieren, wenn sie nicht wegkriegen. Das zeig ich dir, du. Diesen Müll will doch keiner. Mensch, keiner doch mal. So, warte mal, ich fahre nochmal auf und hau mir nochmal ein paar Holzbretter auf dem Anhänger, dass sie weiter produzieren. Jo, hör mal, kannst du vielleicht hier den Spritkanister mitbringen? Ich hab nur 51 Liter. Machen Nightschiffen oder was? Was? Machen Nightschiffen? Ja. Ich hab hier keinen Sprit mehr in meinem Trank. Ein Trecker hier, ne? Nur 59 Liter, du. Das geht wohl nicht mehr lang weiter. Nicht? Nee, nicht. Oh, eine halbe Palette ist auch schon fertig hier oben. Super. So, mach ich meine Lieblingsbeschäftigung. Fräse an, Blonder auf, los geht's. Genau, hier stimmt das nicht. Wie, hier stimmt was nicht. Was denn jetzt schon wieder? Genau, das Sägewerk, hier stimmt was nicht. Oh, pass mal auf. Hier spuckt's. Lass mich mal da mal eben kurz reinbeamen. So, warte. Komm her, Kinder. Ja, ich komm. Was denn? Ja, guck mal. Hier auf der Anzeigetafel. Ja, warte. Ich sehe aber keine. Oh. Ich sehe keine Bretter. Sag mal. Sind die Bretter? Ich glaube. Oh, guck mal hier.
Was ist denn los? Gibt da was entdeckt, du? Ja, ey, Brettel! Da wollte irgendjemand der Brettel verschwinden lassen, du. Warte mal. Jetzt hab ich doch hier gerade noch welche gesehen. Oh. Wo kommen die her? Sag mal. Hä? Was machen... Hä? Hä? Denn das? Was sind die in dem Boot? Oh, was ist denn hier passiert? Oh, 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 oh. Ich mal nicht raus, Günther. Was machen wir denn da? Weiß ich doch nicht. Sind die in die Paneele gefallen da oder was ist da los hier? Ich hab keine Ahnung. Paneele? Da sind Bretter drin, guck mal. Ja. Nun, ne? Wieso? Ich kann ihn nicht anpacken, nur. Ah. Ja, aber ich weiß doch nicht, wo ich hier hintragen soll. Ja, raus. Na, warte mal, ja. Nee, das geht ja nicht. Ich schieb doch hier schon. Geht nicht. Dann zieh kräftiger, du. Gibt's doch nicht. Ich bin auch blöde. So eine Scheiße aber auch wieder. Du hast doch nur Probleme mit dieser Kacke. Fahren auf zum Sägewerk, das war zu blöde. Die kriegen wir da nicht raus, du. Nee, aber, können wir schon mal abschmeißen. Ja. In Sägewerk weniger. Aber da kommt ein Verzug. Das Problem, ja, das ist das Problem, ne. Ja, kümmer du dich da mal drum. Ja, was? Wie ich mich drum kümmern? Ich hab was zu tun, du. Mein Chef ist ein Arsch. Wenn ich hier die Stümpfe nicht fertig hab, dann nüllt der nur wieder rum. Ja. Der Mann hier. Pass mal auf, Günni, ich hab dir das dreimal erklärt. Du kannst mir hier auch noch weiter anhalten, mal auf den Sack gehen. Das hat auch scheiß Frischter, will die Kackstümpfe weghaben. Und es ist doch nicht so, dass ich mir das hier ausdenke, um dich hier zu ärgern, Günther. Der ich will einfach, dass der den sein Wald in Ordnung bleibt. Den sein Wald ist mir pisschiet egal, du. Ja, schön, der ist immer alles egal, das ist doch nichts Neues. Naja, Günther. Wenn du denkst, dass wir mit der Firma so weiterkommen, dann mach nur. Wir kommen so weiter, du, das zeig ich dir. Ja, ja. Doch, ja. Ich bin nicht auch unser einster Kunde besetze. Da doch bin mal, ich, ey. Da bin ich auch sogar die Meinung, den sollten wir auch mal wechseln, du. Ich weiß auch nicht. Was naja, du? Ich sag ja immer, gell, solange wir auch noch bestellt, ist das ja alles schön gut, so unsere Kohle, ne? Jetzt darfst du vergessen, Günther, und derzeit gut, da kannst du nicht, also da kannst du nicht dauern, derzeit wirklich gut. Aber. Die Birne geht mal langsam auf den Sack mit seinem Gelaber, wisst ihr was? Immer hier und dann baut er noch Scheiße mit unserem Zeug jedes Mal. Und dann geht er uns wieder auf den Pisshahn. Da hat er jetzt wieder was Neues und hier und alles und so. Ja, müssen wir gucken. Aber ich muss auch dazu sagen, genau, wir machen auch keine Werbung, gell? Das ist, kommt auch schwer dazu. Wir sind ein ständiges Unternehmen. Das ist hier, da wir brauchen keine Werbung. Jetzt hier über Mund-Propaganda. Genau, du. Das zeige ich dir. Wir sind die einzigen Förster hier in der Kiefhäuser-Dorf. Sägewerk-Männerarbeiter bei hier in der Kiefhäuser, ne? Was laberst du denn? Ja, ich weiß auch gerade nicht. Ja, Kiefhäuser, das nehmen wir das Programm heute mit dir, hä? Das zeige ich dir, du. Das habe ich am Wochenende ausprobiert. Da habe ich hier bei meinem Sohn im Zimmer unterm Kopfkissen da was gefunden. Ich dachte, was ist das denn? Da hat er. Ah ja. Was hast du denn wie? Da habe ich mir mit meinem Söhnchen eine Tütchen hier auf dem Balkon gönnt. Ach Quatsch, oh. Ja, du wurde ein bisschen schlecht, aber danach ging's ab, doch. Ich habe ja komplett falsch dabei. Ja, das ist, heißt, naja, was hast du gemacht? Hast du mich zusammengeschissen? Nö. Das ist, nee, nicht. Ist besser so als die harten Dinger, ne. Ach so. Günther, du wirst schön mal ein Draufgänger. du sagst also, lieber sollst du mal schön einen eindübeln wie. Ja, ist klar. Das entspannt du. Ach so. Ja, klar. Nur klar. Naja. Du müsstest ja einen ganzen Tag so ein Zeug rauchen. Wenn ich mit dir hier einen ganzen Tag zusammen bin. Das ist alles andere als entspannt. Ja, so. Ich fahr zurück jetzt. Ich hab die Schnauze voll. Ja, mach das. Fahr zurück! Bitte? Ich fahr jetzt zurück! Ja, mach das! Nuschel ich! Bring bitte den Benzinkanister mit! Mensch, Günther, wie oft denn noch? Und dann? Ja, alles klar, Günther! Gut! Mach ja, das! Ja, was denn? Ja, bring den Benzinkanister! Günther! Ja, fass den! Du machst mich schon ganz wuschig! Was willst du denn damit? Tanken, meinen Trecker. Oh, du hast kein Diesel mehr, oder? Genau. Im Tank. Bist du wieder am Wald losgefahren, hast kein Diesel? Jo. Mensch. Entweder das Im oder Sprit du. Aus deiner Kettensäge, du Lutscher. Entweder das oder du schleppst mich ab, du. Das ist so ganz anderes Sprit, du.
kann ich mal abschleppen. Letztens die alte, die habe ich auch abgeschleppt. Oh, das war ein Gerät. Ja, ja. Für mein Alter und mein Aussehen war die noch ganz annehmbar. Ja, habe ich gesehen, das Gerät, ey. Ja, wenn ich noch 20 spiele, ist die auch schön. Ne? Jetzt meinen Spezialtropfen nehmen müssen. Oberlippe oder was? Was? Jetzt meinen Spezialtropfen nehmen müssen, dann wäre es am nächsten Tag noch hübsch gewesen, du. Sag ich dir, kann es passieren, ich bin verheiratet, wenn ich auch noch. Und nicht in Las Vegas. So, 5 Tage später warst du wieder zu mir gekommen. Hat die mich missbraucht, vielleicht noch für ekelhafte Sachen. Was wollt ihr denn jetzt? Moment, wir brauchen ein paar Hackschnitzel und wir brauchen ein bisschen Holz. So, naja, sollte ja eigentlich als Basis kein Problem sein. Guck mal, ich mach mal eine Checkung. Da oben war klar. Ich wollte schon mal hier Bretter. Oh, dass die Bretter, dass die noch angezeigt werden, das geht mir gerade übelst auf den Sack. Oh, scheiße. So, ansonsten haben wir hier auch nichts mehr. Na gut. Ja, warte. Günther, ja, wir ja. müssen hier ein bisschen mit den Hackschnitzeln rumhantieren. Und zwar müssen wir, oh, ich raste aus, der Beneter will am Sonntag auch. Will der seine 10.000 Liter, gell? Ja, dann bring doch bitte den Hänger mit. Die 10.000 Liter mach ich voll. Wo hast du die? Über hier liegen. Ach Quatsch. Ja. Haben wir die schon fertig oder was? Ja, ich sag es dir genau, wenn du mir eben eine Minute gibst. Ja, das ist da alles geritzt. Haben wir echt noch den Anhänger hier? Oh, wir sind aber auch ein armes, kleines Unternehmen. Ja. Du willst ja immer. Sparen. Ja, wir müssen mal investieren, Günther. Das nützt nichts. Wir müssen investieren. Wir brauchen. Oh, hier liegen noch andere Hackschnitzel. Warte mal, ich habe doch noch 2800 Hackschnitzel hier am Start. Wie viel wollte ja. nochmal der Beneter Hammel? Immer noch 10.000. Wir haben 15.000 im Lager, du. Welchem Lager? Unser Lager. Was für ein Lager? Unser Lager am Sägewerk. Haben wir ein Lager, von dem ich nicht weiß, oder was? Ja. Welches Lager? Wir dürfen das Lager vom Sägewerk mit benutzen und dort habe ich die Hackschnitzel reingepackt, 50.000 Liter, du. Guck an. Da man hat nur nicht mal eine Schaufel? Ja, die habe ich hier bei mir. Ach so, na gut. Pass auf, ich mach mal folgendes. Ich habe noch 2.800 Liter Hackschnitzel hier im Anhänger. Da kann ich dir hier unten ins Sägewerk schütten, ne? Weil unten im Sägewerk, upsala, ist ja ein Dings hier, ist da noch keine Hackschnitzel drin, ne? Und da fehlt noch das Holz. Aber, was ich auch noch sagen muss, Günther. Ja, warte. Da hat einer einen Brief geschrieben. Oh. Wisst ihr, einen schönen Brief, kannst du nicht sagen. Dass wir mal hier, dass im Katalog hier gibt so Schiebeschilder, ne? Ja. Und die wären auch ganz gut, wenn man Sachen macht. Also, was für Sachen? Die Hackschnitte, die Sägespäne meine ich hier zusammen machen will. Ach so. Schiebeschild und so. Mhm. Ich mein, bist du wieder nicht, wie ich meine, gell? Ja, ich weiß, was mir eins so. Vom See, so, mal, von Brennstoff, den Bäumen. Ich mir noch. Und dann ist ja alles geritzt. So, aber da komm ich noch durch, bin ich zu fett. Ja. So. War die letzte Gespräch mit gut, deiner Günther. Alten, du. Wer wird denn? Du, wer? Ja, ich mit deiner Alten. Das laberst du nicht wieder mit der. Die hat gesagt, deine Bierwampe, da würde ein bisschen stören. Sag die kleine Pummelfee hier, oder was? Hä? Die hat 9 Kinder geworfen, die darf so aussehen da. Wer? Deine Frau. Ja und? Die war sehr, Kinder. Die war sehr nett. Wenn du verstehst. Schlösche Kleine. Das ist den doofen Witz mal lassen über meine Alte. Und nur weil die 9 Kinder gekriegt hat, die schon mal eine richtige Grippe gab. Nee, eine richtige Männergrippe, so eine richtige Erkältung, Junge. Hat die noch nie gehabt. Da wird die mal wissen, was abgeht. Ich war blöde. Boah, Alter, jetzt bin ich auch noch feste. Warte mal. Ich habe auch direkt mal zu deiner Frau gesagt, die muss mal lernen, Nein zu sagen, ne? Zu der Schachtel Merci, oder was? Bei 9 Kindern. Warte, immer rum. Braucht der auch noch Sprit, ey. Wie viel hast du noch drin in deinem Scheiß-Tank? 45 Liter. Ja, schönen Dank auch. Gar nicht, Junge. Sag ich dir. Auf Reserve. Scheiße. Ja, ich. Ist schön. Da. Dann guck doch mal im Katalog, wie teuer so ein Schiebeschild ist. Nee, na warte mal, wir haben eine ganz andere Sache. Wir müssen erstmal ein bisschen Diesel kaufen.
Oh je. Da müssen wir erst mal das Hackschnitzel runterfahren. Naja, und du bist schon. Ja. Ja. So, na pass mal auf. Ich mach mir jetzt hier. Mach mir vorne zu der Tanke und dann. Noch zu dem Lobob dann auf. So, pass auf. Ab geht er wieder. Aber ich würde sagen, Günther. Was denn? Wir gehen erstmal schön in den warmen Bauwagen, oder? Boah, du sagst es, der Blond ist auch schon leer hier. Ich habe nämlich auch keinen Bock mehr heute. Ich muss noch fort. Oh. Ich habe mich noch einen Zahnarzttermin. Was ist denn los? Was ist denn jetzt? Nix, das soll ich. Oder mir nicht zweimal sagen, wenn selbst der Manni sagt, der hat keinen Bock mehr, der Jungs, dann ist aber echt die Katastrophe. Ja, ich hab einen Zahnarzttermin und das geht mir schon ganz nah auf. Ich kann das ganze Wochenende nicht schlafen. Ja, komm, die war doch nur eine Frage Zeit, die schwarzen Dinger da, komm. Aber ich sag dir ein was, gell, mit der Zahnarztin, hier die eine. Ja. Da hat immer eine Assistentin. Ja. Wenn die sich hier, wenn die Vanessa, hier einen Dupfer, ne? Und so, was? Die Vanessa. Ja. Wenn die hier einen Dupfer reinmacht, immer und alles, gell, ich sag dir, da tut die immer ihre Bizen so ein bisschen auf meine Schulter drücken. Wisst ihr, wie ich mein? Die vorne, die kleinen Äpfel, ja. Ja, die kommt, wenn die von hinten hier dieses Tüchlein da vor dem Mund, mit den Dupfern, ne? Und hier mit dem Sauger. Hast du schon mal dran gedacht, was ist, wenn du den Sauger, wisst ihr, wie ich mein? Ja, hab ich auch schon dran gedacht, du. Aber das schöne, warme Gefühl, wenn die Bizen auf den Schultern liegen, das ist nix, ne? Ja, aber die sind ein bisschen spitz. Dann tu mal hier aus meinem Schrank eben blond, ist da der links von dir, dankeschön. Warte hier, so, zack, flupp. Dankeschön, danke. Dankeschön. Genau, lass es schmecken. So, Erich, in diesem Sinne, haben die Rinne. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sind in der nächsten Folge auch wieder da und zwar am Mittwoch geht's erst weiter. Wir haben jetzt erstmal da Urlaub. Und was? Hast du verschluckt? Heute ist hier was los, Leute. Mann, ich rede von Urlaub. Ich geh kaputt hier. Du, arbeitsgleich, wenn du die Klappe hältst. Und, was wollt ich schon sagen? Ja, guckt mal hier beim Günni vorbei. Alles unten, wisst schon, im Brief. Und wir sind raus. Tschüss. Immer noch. Tschüss.